Was darf man nicht zeigen? Penisse darfst du nicht zeigen und Penisse. Alles andere ist okay. Vaginen gibt's jetzt gerade nicht. Ja, okay. Also, da wir jetzt, du hast ja alles machen. Muss ich irgendwas machen? Nein, du kannst das Ding einfach in die Hand nehmen, so halten und dann. Sieht man mich? Hier, da seht ihr die Vorbereitung für ein wunderbares Shooting. Ich kann das nicht die ganze Zeit zeigen, das ist einfach. Ich zeige Ihnen. Das gehört dazu. So, was passiert hier jetzt? Das gehört dazu. Sie schießen die Fotos für den Indie-Streuchen-Kalender 2020. Was macht ihr da? Ein bisschen feucht, weiß. Ein bisschen schweiß, wir haben gearbeitet. Ja, mal gut. Ja. Es geht hier, glaube ich, auch um den, ihre Experience. So, es geht nicht unbedingt, wie das aussieht. So, guck mal, jetzt könnt ihr Nils mal in Aktion sehen. Also Nils sieht noch besser aus als die Jungs davon. Und kannst du mal Bock haben auf Mario? So, Chat, wisst ihr denn, um welche berühmten Videospielcharaktere es hier geht? Das ist ganz schwierig. Das ist ganz schwierig. Um welche beiden berühmten Videospielcharaktere geht es hier? Ihr dürft mal raten. Braucht ihr noch mehr Schweiß? Die Chipmunks ist falsch, okay? Oh mein Gott. Aber ich finde das noch besser hier. Das ist halt auch schon. Wow. Ist auch schon ziemlich schwierig. Ist aber schon ein bisschen schwieriger. Warum? Warum, hä? Verstehe ich nicht. Schön hier. Ist jetzt doch. Also heute gibt es ein bisschen halt behind the scenes, Leute. Weniger mit mir. Ich fotografiere halt viel. Also ich fotografiere halt sehr viel heute. Das ist quasi alles behind the scenes, weil ich brauche irgendjemanden, der da aufpasst, dass da keine Nudes landen. Wir fahren jetzt gleich los. Wir fahren jetzt gleich los und werden noch die restlichen Fotos machen dann. Die ersten haben wir jetzt durch. Wisst ihr, also das ist Mario, das haben wir schon rausgefunden, aber das ist ja schon ein bisschen schwieriger. Oh Mann, jetzt ist viel zu einfach. Ich wollte eigentlich erst mal raten lassen, wer du wohl bist. Was hat der Chat denn gesagt? Kam schon ein paar Vermutungen? Das kam noch nix. Es kam nur uff. Haha. Hab ich Dildo gehört? Das ist halt so, ich hab immer so das Bedürfnis von hinten so. Ja, man will anfassen, ne? Verstehe ich. Hast du eigentlich den Stream auf am 18 stehen? Ja, okay. Also wir brauchen jetzt irgendeinen richtig engen Raum. Wow. Das wird immer besser. Ich glaube, Dizzy geht es nicht ums Fotografieren. Also ihr denkt, es geht Dizzy ums Fotografieren? Nein, es geht Dizzy nicht ums Fotografieren. Oh Gott, meine Kindheit ist versaut. Puh, ich finde es auch schwierig. Ja, immer sexy. Ja, einfach sexy. Okay, kannst du, Lara, kannst du dich hier vorne noch vor, Mario? Ja, klar. Kannst du dich weiter nach Ja, so ist gut. Bleib so, ist gut. Bleib so. Hinten Pokémon noch ein Stück höher, ganz kleine. Geil ist das hier. So ist gut. Disney wird euch nie wieder bei eurem echten Namen nennen. Ihr die neu dazugekommenen, habt ihr denn. Kannst du dich nochmal umdrehen? Wir müssen nochmal kurz cutten, aber jemand. Kann jemand raten, welchen Spielecharakter? Vielleicht muss ich ein bisschen die Schulter freimachen. Mach mal ein bisschen die Schulter. So. Okay, also könnt ihr. Die, die es wissen, müssen die Backen halten. Also die, die es eben schon mitgekriegt haben, müssen die Backen halten. Die neu dazugekommenen. Hat jemand eine Idee, welchen berühmten Spielecharakter? Nicht. Gott. Warte, ich mach noch ein bisschen Wind an für die Haare. Das wäre geil, wenn das ginge, aber ich glaube, so viel kommt da nicht. Es ist nicht Bayonetta, nein. Lars Croft ist auch. Lars Croft finde ich ziemlich gut. Gut aus. Sehr gut, Curry Karl. Das Verrückte ist, dass man sich wirklich wohlfühlt mit diesen Haaren. Gott, das wollte jetzt keiner hören. Ich
weiß nicht, ist das Unterhaltungsformat? Da ist das Unterhaltung. Bin ich auch. Die meisten werden sich wahrscheinlich nur so denken, what the fuck. Ich wollte gerade sagen, ich glaube nicht, dass, ist das schon Edutainment hier? Klar, das ist. Mit Live Workshop. Behind the scenes. Ich meine, wie wird so ein Kalender gemacht? Richtig, wie wird ein Kalender gemacht? Ich glaube, so Chat glaubt ihr ernsthaft, dass so ein Kalender gemacht wird. Und dann werden ja noch die ganzen Spielecharaktere vorgestellt. Eben. Ne? Ja. Zum Beispiel, Luigi könnte jetzt auch 25 Minuten Vortrag halten, wo sein Charakter herkommt. Ja, was wir haben war. Uns informiert. Machen wir gleich einfach. Soll ich hier einschmieren ein bisschen? Wolltest du gerade in die Dose rein? Ich habe jetzt auch gerade überlegt, dass ich habe auch ganz schnell den... Ja, nein, der macht ein bisschen schmutzig. Wir sind uns nicht sicher. Steck ihm schnell was in den Mund, er hat einen Anfall. Komm, Lager ist schon richtig sicklig. Ja, du musst schon auch richtig Dreck nehmen und nicht Erde. Nicht Blätter. So, nimm mal richtig hier so einen Batzen Matsch. Matsch brauchen wir, hier sowas. Nicht lass Blätter. In den See reinschmeißen, ja. Jawohl. Ja, es reibe sich ein mit der Lotion. Ich glaube, du brauchst mehr. Noch viel mehr. Ja, mehr Matsch. Und die Klamotten müssen auch. Also, Content ist da. Ja, das ist nicht nass genug. Ja, mach mal hier. Schön die Zecken ans Knie schmieren. Wenn da ein Hund hingepullert hat, auch eine gute Frage, auch eine gute Frage. Hier gibt es Leute, die denken mehr mit. Das macht es halt nur authentischer, ne? Eigentlich wollte ich arbeiten. Ja, ich wollte einen Burger essen gehen, Marci. Ich wollte hier nur einen Burger essen gehen. Jetzt stehe ich hier und gucke mir an, wie sich erwachsene Männer mit Dreck einreiben. Bisschen hinten da in die Kerze rein. Warte, ich mache richtig. Der Chat verlangt, dass die Hotpants noch ein bisschen hochrutschen. Jetzt. Ja. Wow. So. Jetzt wird's gefährlich. Jetzt wird's gefährlich. Lara versucht an Nils mit einem Pfeil vorbeizuschießen. Und Nils versucht im richtigen Moment abzudrücken. Das heißt, der Pfeil wird gleich an Dizzys Kopf ganz knapp vorbeifliegen und in dem Moment macht er einen. Nee, Tobi, frag lieber nicht. Ist egal. Okay, ich sag schon nur 3, 2, 1, 2. 2 haben wir noch. Ja. Schon mal einen rausnehmen. Du musst übrigens warten, bis ich sage 0 und los, ja? Du hast es schon zu früh. Das hat nix, das hat nicht. Hat jemand von euch eine Highspeed-Aufnahme gemacht, die wir verwenden können? Jetzt wird's wehtun. Achtung, haltet euch fest. Ich meine, was ist das für Content heute? Ihr seht, wie Nils beschossen wird. Ey, das sieht halt aus wie so ein fliegender Dildo, Alter. Perfekt eigentlich, ne? Das sieht halt wirklich original aus wie so ein fliegender Dildo, der mir auf den Sack fliegt. Ja, ich würde sagen, läuft. Oh, er macht ein Foto von euch. Endlich gibt's mal ein Foto vom Chat. Könnt ihr bei Displayed nachher euch besorgen hier. Könnt ihr ein Foto von euch selber. Weißt du, worauf wir uns alle nachher freuen? Wenn Sonic nach 120 km/h läuft. Das wird der Hammer. Auf der A40. Auf der A40. Das wird ein geiles. Ich freue mich ja schon auf die Funknachrichten. Ne? Darf man da überhaupt 140? Wir machen sie vor so einem Autobahnschild oder so, das wäre ganz geil. Wie er gerade so drauf speedet. Es ist verstörend, ja. Glaub mir, für euch ist das verstörend. Ich war bei den Pixelmaniacs, das war verstörend. Maga, du hast noch nie so schnell. Ey, die Leute haben so schnell runtergezogen. Ja, das kann ich mir vorstellen. Weil es war halt kalt im Wald und die waren instant in 10 Sekunden nackt. Ja. Und dann stehst und du da. Ganz nackt, ne? Wirklich, du packst aus und die sind ganz nackt. Du packst aus, drehst dich um und hinter dir steht auf einmal nackter Mann. Das habe ich nicht erzählt. Er war auf dem Boden so und ging so hoch. Und dann stand schon einer von ihnen da. So. Na, Nils, mal ein Foto! Ist das wieder so eine Wunschvorstellung von dir? Ja. Ja. Das ist ein Arsch voll Content, das stimmt ja. Ey, Sluggerfly legt sich halt richtig rein heute mit Ärsche. Ne, das ist Content voller Ärsche.
Hier wird auch übrigens mit sehr professionellen Props gearbeitet, ja. Also ich möchte das mal kurz zeigen. Es gibt gerade eine Diskussion darüber, dass dieses sage und schreibe leuchtende Plastikschwert mit Alufolie eingewickelt, sondern damit es gefährlicher aussieht. Ich wollte den scheiß Burger essen heute! Jetzt guckt euch das bitte an, ja? Das ist der Bracelet, der Armreif. Das ist der Armreif? Ja, das sind die Armreifen von Conan. Das sind die Armreifen. Es ist halt Cosplay für Anfänger, sag ich mal. Ich weiß ich nicht, ob ich das als Cosplay für Anfänger. Also, das ist ja wie. Da fällt dir schon das Messer aus der Hand, ja? Das ist ja selbst für Halloween-Verhältnisse schon schwierig. Und jetzt kommt Sonic noch gleich da rausgelaufen. Sonic flitzt aber vorbei. Sonic flitzt, boah, kannst du ein Foto machen, wie der da vorbeiläuft? Auf allen Bildern im Hintergrund. Aber sagen, Sonic hätte auf allen Bildern im Hintergrund sein müssen. Das wäre echt. Und hindurchlaufen. Oh, renn da einmal vorbei. Einfach Sonic rennt hinten vorbei. Ich halte die Jacke. Wo ist hier noch ein bisschen eine. Oh, eins Ara, ich hier stream schon. Sonic Easter Egg. Ist ready hinten? Ihr müsst fühlen, Leute. Denk an gucken. Okay. Drei, zwei, eins, go. Oh Gott, ist das geil! Oh Gott! Ey, warte, das muss ich bitte auch. Bleib genauso stehen und mach das Lach auf, so nett. Dann machen wir eins und wieder. Ich bräuchte hin. Einfach nur das Schild. Dann kannst du ein Gift draus machen. Dann rennt der erst, dann steht er. Ja, das ist auf jeden Fall irgendwie geil. Boah, wird ein super Gift, glaube ich. Du kannst ihn auch eigentlich direkt so hinstellen, oder? Es geht wieder zurück. Es gab die Frage, was du sonst so machst. Vielleicht möchtest du. Wie, was ich sonst so mache? Stell dich mal kurz vor, wer du bist und was du so machst. Auf meinem eigenen Kanal? Kann ich fragen, wirklich? Nein, ist jemand Neues. Er fragte nur, ist alles geklärt. Aber ich fand's gerade witzig. Achso, na, ich würde das sonst machen. Ja, machen wir bitte einmal. Hallo, ich bin Dizzy. Gerade seht ihr Andy Dev. Das ist dieser nette Mann, der heute den Kameramann memt. Aber normalerweise ist das mein Channel hier. Hier gibt es unter anderem Fotografie zu sehen, Games und auch ein bisschen Schabernack und Gequatsche. Heute ist Tagesausflug. Wir machen für die Indie-Sträuche einen Kalender und fotografieren sozusagen für die Jungs und sind sozusagen draußen unterwegs. Normalerweise sitze ich zu Hause, gerade spiele ich sehr viel Tag auf und jetzt geht's ab zu den Autos. Los! Und falls euch gefällt, was ihr seht, könnt ihr Twitch Prime da lassen. Ich kann das noch nicht so gut. Ich war so schlecht gerade, Adi. Das war das schlechteste Advertisement ever. Ja, kacke. War nicht gut. Ich probiere das nachher nochmal. Hat auch nichts gebracht hier.